Triggerwarnung. In diesem Video geht es um das Kentler-Experiment und den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Helmut Kentler war ein deutscher Psychologe und Sexualwissenschaftler. In den 60er Jahren sorgte er dafür, dass Kinder und Jugendliche von Jugendämtern gezielt an vorbestrafte pädosexuelle Männer zur Pflege vermittelt wurden. Kentler glaubte, dass gerade Sexualstraftäter besonders gut dazu geeignet seien, sich um die Kinder zu kümmern. Mögliche sexuelle Übergriffe nahm er dabei nicht nur in Kauf, er glaubte sogar, dass diese sich positiv auf die Entwicklung der Jugendlichen auswirken könnten. Diese institutionelle Vermittlung von Kindern an Pädophile dauerte in Deutschland von 1960 bis 2001. Wie viele Opfer es gibt, ist heute unklar. Bisher haben sich nur 3 öffentlich gemeldet und sind vor Gericht gezogen. Mittlerweile hat man ihnen Entschädigung versprochen. Kentler selbst und die beteiligten pädophilen Männer wurden nie verurteilt. Der Psychologe starb 2008. Für mehr krasse Geschichten aus der Wissenschaft, folgt mir.